Heed the heavens, the Grand Theogenist demands, as Zia stirs. Yes. As wind is wanton to do, magic or otherwise. I am tired and drunk on rage. My eyes seek to make a fool of me. And a fool I am made. Grungis Baldric, revered by soldiers, dwarves, and dimwits aplenty. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Fantasy Gaming News. Und heute beginnen wir mit Azir Stirs, beziehungsweise dem Teaser zu Total War Warhammer 3, Fragezeichen. Ich habe in meiner Reaction, die hier verlinkt ist, unten in der Beschreibung, auch noch einen Text hinzugefügt wegen Archaon und dem Kometen. Das habe ich vergessen, in meiner Reaction zu erwähnen. Und die könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Und wo wir gerade bei Warhammer 3 sind, in den Epilogs von der Vortex-Kampagne gibt es anscheinend Content-Hinweise. Diesen Hinweisen bin ich nachgegangen in meinem zweiten Teil der Epilogs-Analyse, könnte man so sagen. Es gibt eine neue Beta für Total War Warhammer 2. Diese beschäftigt sich allerdings hauptsächlich mit Bugfixes von generell dem Spiel und den Waldelfen und dem Züchterclan. Hier steht, wie ihr in diese Beta reinkommen könnt. Jetzt kommen wir zur Modding Community, und zwar in der Mod OVN Lost Factions gibt es jetzt für die Halblinge dort Restaurants. Und diese Restaurants, die könnt ihr auf zwei Wege bekommen, und zwar habt ihr bei den Halblingen als Agenten den Meisterkoch, und der Meisterkoch, der kann in Siedlungen Restaurants errichten mit dieser Unterstadtfunktion von dem Vampirfürsten und den Skaven. Die zweite Methode ist, wenn ihr eine Siedlung dem Imperium wiedergebt, dass dann dort automatisch ein Halbling-Restaurant drin sein soll. Finde ich eine kreative Idee für die Halblinge aus dem Moodland. Und ja, könnt ihr ja gerne mal was zu schreiben in den Kommentarbereich. Es gibt übrigens auch Seedrachen jetzt. Und zwar einmal die kleinen und einmal große. Und die könnt ihr ausbilden bei den Dunkelelfen. Also für die Dunkelelfen sind diese Seedrachen. Beziehungsweise ab T4 und ab T5. Siedlungsgebäude. Und der Admiral, der hat ebenfalls ab Level 20 ein Mount bzw. Reittier, also so ein Seedrachen hat er als Reittier. Und die Skills und die Technologien und die Gebäude und so weiter sind angepasst an diese beiden Einheiten. Und dann gibt es noch eine Mod, die mir aufgefallen ist, nämlich Bad Legend. Diese fügt nämlich neue legendäre Lords hinzu für alle Nicht-Fraktionen aus der Fraktion der Ordnung. Also keine legendären Lords für die Fraktion der Ordnung, wie zum Beispiel Hochelfen, Bretonen, Zwerge und Imperium, sondern stattdessen werden hier mal die anderen Fraktionen gebufft. Das sind aber alles Helden, die für Vanille-Fraktion hinzukommen, und diese schalten auch keine neuen Fraktionen frei. Also diese werden nur Fraktionen hinzugefügt. Jetzt geht es weiter mit Warhammer Man of War, und zwar gibt es noch einen letzten Sale, 90% Rabatt für Man of War. Dieses Angebot endet in, na, ich nehme jetzt morgens um 6.47 Uhr auf, also in 12 Stunden, das ist dann ungefähr ja morgens um, naja, abends um 19 Uhr oder 18 Uhr. Und hier könnt ihr es noch erwerben, je nachdem, wann ihr diese Folge guckt, erfahrt ihr es rechtzeitig. Ich werde sie ein bisschen früher hochladen,
nicht erst um 15 Uhr. Und für die DLCs gibt es ebenfalls Rabatte und das ist somit eure letzte Chance, hier bei Steam dieses Spiel zu erwerben. Ich weiß nicht, ob es das dann noch später in anderen Shops geben wird, das weiß ich nicht. Wie zum Beispiel Instant Gaming, dort gab es das auch sehr lange. Beziehungsweise gibt es dort immer noch, aber ich weiß halt nicht, wie lange. Und das ist halt wirklich dann auch jetzt für Steam eure letzte Chance. Warhammer Chaos and Conquest hat neuest großes Update erhalten. Es gibt mehrere Änderungen für Ultuan. Es gibt mehrere spielelementare Sachen, die geändert worden sind, weil sie jetzt mehr auf die Community hören wollen. Dazu gab es ein Video letzte Woche und Twok, der Troll, ist ins Spiel hinzugekommen. Außerdem gibt es auch noch neue Maps und jede Menge Bugfixes. Falls ihr das Spiel spielt, wünsche ich euch damit viel Spaß. Und bei Warhammer Underworlds Online wird der Preis gesenkt. Und zwar wird der Preis auf, na, wo haben wir das hier? Wo stand das? Ah ja, genau hier. Auf 9 Euro wird er gesenkt. Außerdem gibt es bald neue Battle Maps, neue Emotes. Diese kommt das erste Mal neu hinzu und neue Deck Templates. Das Ganze findet statt ab 10. Februar. Falls ihr das Spiel spielt, wünsche ich euch auch damit viel Spaß. Bei Games Workshop gibt es einen neuen kleinen Artikel wieder zu den Broken Realms und zwar redet Teclis diesmal über Nagash. Falls euch dafür interessiert, der Link ist unten in der Liste. Von Raikir gab es wieder mal ein Truppenvideo und zwar diesmal zu den Waldelfen. Und dies erklärt er auch sehr ausführlich und zeigt es auch sehr ausführlich. Falls ihr das Video noch nicht kennt, empfehle ich es euch, falls ihr euch auch wirklich für die Waldelfen interessiert. Und Balduins Bücherwelt hat über 1000 Abonnenten. Ich wünsche ihm damit weiterhin viel Erfolg hier von dieser Stelle und von dieser Seite. Also von meiner Seite, ah, ich bin raus. Und Squook und die Snoddies habe ich mir mal reingezogen. Eine kleine liebenswerte, süße, grünhäutige Geschichte, kann ich dazu nur sagen. Kann ich sehr zu empfehlen. Und von mir ist auch in der neue Endtimes-Folge rausgekommen zu Nagash, seinem Buch. Und zu guter Letzt enden wir bei diesem Screenshot. Ja, was hat dieser Screenshot zu bedeuten? Das ist der totale Wahnsinn oder wie der Meister mich hier schreiben würde. Unfassbares Leid wird über die Welt kommen. Morgen am Montag werde ich live im Stream gegen diese Chaos-Horde gegen antreten. Das ist Chaos mal 5, erhöht mit einer Mod. Ich spiele gerade Dotu. Und Imperium und Zwerge sind so mächtig, dass ich mir gedacht habe, jetzt die Standard-Chaos-Invasion auf Legendär, die hat keine Chance. Kann man vergessen und deswegen mache ich das Ganze hier ein bisschen spannender. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann seid einfach morgen Abend live auf Twitch dabei. Mein Twitch-Link, der ist unten verlinkt. Und dann werde ich mich dieser Chaos-Invasion stellen. Und damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream des Wahnsinns.